Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik und heute geht es um 47 Meters Down. Letztes Jahr hatten wir ja schon mit The Shallows einen reinrassigen Survival-Thriller gehabt, der auch in Mexiko gespielt hat, der ein allerdings kleines, beschränktes Setting hatte, genauso wie eigentlich auch 47 Meters Down und nur eine Hauptfigur, die verkörpert wurde von Blake Lively und obendrauf natürlich noch der High-Bonus. Und das Ganze haben wir mehr oder weniger auch in diesem Film, der neuesten Regiearbeit von Johannes Roberts, der sich nach solchen Genrebeiträgen, die ich eher so ziemlich mittelmäßig fand, wie Roadkill oder auch Stalker 24, als Regisseur ganz klar gemacht hat. Und das merkt man auch diesem Film an, wo natürlich ganz klar die Stärken liegen. Weniger in der Story, die Roberts mitgeschrieben hat, die nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist. Sie ist mehr oder weniger in dem Film relativ zweckdienlich. Sie ist das Konstrukt, was alle Szenen mehr oder weniger zusammenhält. Und das reicht auch vollkommen aus. Nein, was die Kameraarbeit angeht, was den Schnitt angeht, was natürlich auch die Effekte angeht und auch den wirklich hervorragenden, tollen Score von Tom and Andy, kann man sich hier definitiv nicht beschweren. Und der Film lief zumindest in den USA im Kino und war ein recht moderater Überraschungserfolg gewesen, mit was niemand gerechnet hätte, denn wenn man sich den Film anschaut, hat man ganz klar mehr so ein B-Movie vor den Augen, aber ein Film, der vor allem in vielerlei Hinsicht dann doch überzeugen kann. Und das gilt natürlich auch für die beiden Hauptdarstellerinnen Mandy Moore und Claire Holt, die hier einen durchaus guten, kompetenten Job machen. Und auf der anderen Seite noch in einer etwas kleineren Nebenrolle unser guter Dr. Brenner, Matthew Modine aus Stranger Things zum Beispiel, als Captain Taylor. Die Handlung lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Es geht um die beiden Schwestern Lisa und Kate, die Urlaub in Mexiko machen. Eine von den beiden wurde vor kurzem von ihrem Freund verlassen. Und ja, die beiden sind natürlich am Feiern und am Flirten. Allerdings ist es Kate etwas zu wenig. Sie möchte ein paar Abenteuer erleben und kommt auf die Idee, mit ihrer Schwester tauchen zu gehen, und zwar in einem Käfig, und ja, dass sie sich dann Haie anschauen können. Und das ist eine schöne Idee, auf die sich dann irgendwann Lisa auch einlässt, die natürlich sehr, sehr viele Bedenken hat und mehr oder weniger das Weichei der beiden Schwestern ist, aber die beiden lassen sich drauf ein, und in 5 Meter Tiefe kommt es natürlich zu einigem Kontakt mit Haien. Allerdings kommt es dann zu einem ja materialbedingten Unfall und die beiden stürzen ab und landen auf dem Meeresboden in einer Tiefe von 47 Metern. Und das ist mehr oder weniger so die Handlung schnell mal einfach so umrissen. Aber dennoch muss ich sagen, hat mir der Film wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl er den Spannungsbogen nicht komplett halten kann, obwohl es vor allem am Anfang so Schummomente gab, die ein bisschen in die Richtung von The Shallows gegangen sind, was das Mexiko-Setting angeht. Du hast eine ganz kurze Szene angeht, in der über Handy kommuniziert wird, aber es ist zum Glück nur eine ganz, 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 ganz kurze Szene. Und ansonsten verlässt sich der Film vor allem auf die Szenen, die unter Wasser spielen. Und davon gibt es eine ganze Menge, denn die Rettungsaktion, die nebenher abläuft, die Captain Taylor einleitet, die bekommen wir eigentlich gar nicht zu sehen. Wir bekommen das Ganze nur über Dialoge mit, aber es geht natürlich darum, wie die beiden Schwestern versuchen, dort mit sehr wenig Sauerstoff Haus zu halten und natürlich auch einen Weg aus dieser unmöglichen Lage heraus zu finden. Und das nimmt der Film sich natürlich ganz klar vor und bastelt sich daraus was Ordentliches. Und vor allem die Klaustrophobie, die da unten herrscht, die bringt der Film in einigen sehr, sehr spannenden Szenen rüber. Und auch was die vereinzelten Haiangriffe geht, kann man definitiv nicht meckern. Was die CGI-Effekte angeht, bekommt man hier wirklich einen sehr ordentlichen, gut gemachten Genrefilm vor die Nase gesetzt, der wirklich all das hat, was man eigentlich von einem Survival-Thriller haben möchte. Obwohl ich auch sagen will, dass mir das Ende nach dem Ende, was so mehr oder weniger den Weg eines Unhappy Endings geht, so und auch mit etwas Pseudotyphen-Psychologie daherkommt, dass man sich das hätte eigentlich komplett sparen können. Denn das große Finale, was eigentlich kommt oder was der Film einem da aufbereitet, muss ich sagen, war eigentlich wirklich richtig gut gewesen. Mit diesen Lichtfackeln und wenn es angeht, in diesem dunklen Wasser, wenn dann plötzlich diese Silhouetten von den ganzen weißen Haien auftauchen, das fand ich wirklich richtig gut umgesetzt. Aber dann kommt mehr oder weniger ein Break und dann merkt man so als Zuschauer, okay, gut, das, was ich eigentlich gesehen habe, war mal wieder mehr oder weniger so ein, wir spielen euch was vor quasi. Und das ist so das Einzige, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Das hat mich am Ende ein bisschen so aus dem Film rausgebracht, obwohl diese letzte Szene ganz klar auch eine gewisse Nachwirkung zeigen soll. Und vor allem der gute Captain Taylor ja immer sowas von tiefem Koller quasi redet, von dieser Taucherkrankheit im Allgemeinen. Das ist ja schön und gut. Aber man hätte dann doch, wenn man schon so den Film so allgemein so geradlinig aufbereitet, hätte man auch ruhig diesen geradlinigen Weg gehen können und quasi nach diesem mehr oder weniger sehr, sehr actionreichen Vorfinale quasi hätte man wirklich einen Break machen können und sagen können, das ist das Ende,
was wir euch mehr oder weniger als Zuschauern verkaufen und was euch sicherlich am besten gefällt. Was danach kam, hätte eigentlich nicht sein müssen. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, ist, dass der Film halt, aufgrund, dass er nicht so viele Handlungen hat, natürlich ganz klar hin und wieder mal so einige Momente hat, die etwas langgezogen sind. Ich meine mal, The Cellos hatte halt das, den Vorteil gehabt, dass er gerade mal eine Laufzeit von 86 Minuten hatte und das hat einfach gepasst. Und hier ist halt so, hier hätte man sicherlich einiges rauskürzen können, genauso wie dass es die ein oder andere etwas dümmliche Aktion gibt. Aber allerdings werden die Aktionen oder diese Situationen so aufgelöst, man dann doch, dass man dann doch so merkt, dass die Figuren sich nicht allzu blöde anstellen, sondern wirklich einfach nur versuchen, dieser Situation Herr zu werden und es einfach nicht in diesem Moment besser wissen und man doch ganz klar sagen kann, dass das nicht so blöd gedacht ist, wie es letzten Endes dann auch im Film rüberkommen würde. Ganz und gar nicht, muss ich sagen. Damit geht der Film wirklich richtig gut um und löst das Ganze auch sehr smart auf. Und das hat mir auch an 47 Meters Down sehr gut gefallen. Allgemein, wie er das Setting aufbereitet und wie er den Zuschauer selber halt in dieser Auswegslosigkeit hängen lässt, halt in dieser Tiefe des Meeres, in der Dunkelheit des Wassers, und das bringt der Film wirklich richtig gut rüber. Und das muss ich sagen, hat mir vor allem sehr, sehr gut an diesem Film gefallen. Und deswegen macht 47 Meters Down wirklich sehr, sehr viel Spaß und eigentlich mehr auch nicht, sagen wir es mal so. Und die Szenen mit den Haien sind auch ordentlich getrickst, da muss man keine Angst haben, dass dieser Film in irgendwelche trashigen Gefilde abrutscht, absolut nicht, weil dieser Film ist in erster Linie ein Survival-Thriller und kein Tierhorror- oder High-Horror-Film, ja. Und deswegen bekommt der Film auch von mir gute 7 von 10 Punkte. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt, ob ihr ihn euch vielleicht anschauen wollt. Ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung dafür aussprechen. Das ist ein ordentlich kompetent gemachter Survival-Thriller, sicherlich der keine allzu hohen Ansprüche stellt und wo man sicherlich das eine oder andere schon woanders vielleicht besser oder auch eventuell schlechter gesehen hat. Aber der Film weiß einfach, was er will, und das sieht er auch wirklich straight durch bis zum eigentlichen Finale, was so für mich so ein bisschen negativ aufgestoßen ist. Nun ja, das war's mit meiner Kritik zu 47 Meters Down. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder zu einer neuen Kritik oder zu irgendeinem anderen Video hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris.